Es ist kurz vor 3 Uhr heute Morgen, als die Feuerwehr in der Eulenbergstraße in Ruhlkirchen eintrifft. Der Dachstuhl des Einfamilienhauses ist da schon fast komplett abgebrannt. Niemand weiß, ob sich die Bewohner zu dieser Zeit noch im Haus befinden. Weil das bekannt war, ist er da oder ist er nicht da, der Besitzer, habe ich dann angeordnet, dass von allen Seiten mit mehreren PA-Trupps alle Zimmer durchsucht werden, um festzustellen, ob nicht wirklich noch jemand im Hause ist. Glücklicherweise waren die Bewohner, die das Haus als Wochenendhaus nutzen, nicht da. Noch während der Löscharbeiten stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr fest, dass hier etwas nicht stimmen kann. Man konnte am Verhalten des Feuers oder dem Verlauf des Feuers feststellen, dass es nicht unbedingt ein normales Feuer ist, weil es an mehreren Stellen gebrannt hat. Dass der Brand überhaupt bemerkt wurde, ist Zufall. Ein Nachbar war noch nicht im Bett, sah die Flammen und alarmierte um 2.40 Uhr die Feuerwehr. Die Ermittler haben heute Morgen die Brandstelle aufgesucht und haben festgestellt, dass im Haus wohl gezündelt wurde. Und die genauen Ursachen werden noch ermittelt. Da sind also die Ermittler jetzt noch dran und versuchen also das genau zu erforschen, wodurch das Haus in Brand gesteckt wurde. Vermutlich müssen gegen 2 Uhr heute Morgen ein oder mehrere Personen die Brände gelegt haben. Ob in das Haus eingebrochen worden ist oder ob der oder die Täter Zugang zum Haus hatten, ist noch nicht bekannt. Durch die vielen Brandstellen wurde das Löschwasser in den Fahrzeugen knapp. Deshalb mussten Feuerwehrschläuche auf einer Strecke von 2 Kilometer zum nächsten Löschteich gelegt werden. Erst nach Stunden waren die 70 Einsatzkräfte aus Alsfeld und Autrifftal mit den Löscharbeiten fertig. Den Schaden beziffern wir auf rund 150.000 Euro. Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen. Wer hat heute Morgen zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr ein oder mehrere Personen in der Eulenbergstraße in Ruhlkirchen gesehen und kann Angaben zu dieser Brandstiftung machen?